Jeder überreichen unter dem heiligen Baum hier. Und die kannst du überall und immer mitnehmen. Und die wird dich schützen auf deinen Wegen. Als wir es beschlossen haben, haben wir uns gedacht, da kommt ein Junge auf dem Träumerweg irgendwo her, aus Bayern, und dann findet er irgendwo in Thüringen ein paar hundert Jahre altes sogenannte Schloss. Dann kauft er es und dann lädt er ein paar Hippies ein und gibt eine irre Party. Und das finanziert er mit seiner Kraft und mit der Hilfe der Gäste. Ich finde es großartig. Was ich auch super finde, ist, dass der Prinz den Mut hat, nach Berlin zu gehen und vor Leuten zu reden, unter denen viele sind, die nicht zuhören wollen. Den Mut hat er. Und er hat auch den Mut, hinzugehen und zu demonstrieren gegen jene, die immer wissen, wie alles richtig ist. Wir wissen, dass wir erst hinschauen, dann denken wir nach und dann sagen uns die Geister, welchen Weg wir gehen sollen. Das ist die Ansicht eines Isar Indian. Mein Name ist Sound of Thunder. Ich bin derjenige, den die Bayern Willi Michel nennen. Vielen Dank für die Audienz.